Aloha, ich grüße euch. Ich habe ein XXXS Teddy Haul für euch. Also alles, was hier liegt, habe ich geshoppt. Also es hält sich ja, in Grenzen, aber es muss ja auch nicht immer viel sein. Eigentlich war ich auf der Suche nach was Bestimmtem, war aber nicht mehr da. Und das durfte mit, zeige ich euch gleich. Aber ich möchte jetzt erstmal kurz auf diesem Wege der Claudia gute Besserung wünschen. Sie liegt nämlich im Krankenhaus, hatte eine Blinddarmentzündung von jetzt auf gleich. Claudia ist die, die mir Ü-Pakete schickt und die tollen Socken. Und das letzte Ü-Paket war mit diesem tollen, tollen lila Bärchen mit der tollen Geschichte. Also auf diesem Wege gute Besserung, Claudia. Komm schnell wieder auf die Beine. So, jetzt machen wir weiter mit meinem Teddy-Haul. Die habe ich das erste Mal da gesehen. Fotokarton, 8 Blatt in 4 Farben, Leinenoptik, DIN A4. Und da habe ich direkt 2 Pakete mitgenommen, weil sowas, ja, kann man immer gebrauchen. Und das habe ich in der Art, zwar Leinenstruktur, kennen wir auch aus dem Action, aber gucken, wie dick es ist. Das sind 2, ne? 2x Gold. Finde ich sehr schön. Dann so Kupferfarben. Dann haben wir Roségold. Konnte ich gar nicht sehen, was da alles drin war. Richtig cool. Ja, hier oben ist es drauf, aber ja, ganz ehrlich, das kann man ja nicht so richtig deuten. Na, das Roségold kommt in der Kamera gar nicht so zur Geltung. Und dann haben wir noch Silber. Ja, richtig cool. Bin ich froh, dass ich die mitgenommen habe. Kann direkt hier, ich sitze nämlich im großen Wintergarten vor meinem neuen Regal. Es ist fast alles Papier drüben. Eiderdaus, ich habe echt eine Menge Papier. Ne? Und das muss ich jetzt noch sortieren und machen. Auf jeden Fall die Spezialpapiere wie Glitzerpapier, Transparentpapier. Und dann zeige ich euch das mal. So, das war das Erste. Und dann habe ich dieses Kartenspiel Mau Mau. Lily Malls Mau Mau. Und ja, nicht um das zu spielen, sondern um die Karten zum Basteln zu nutzen. Ich hatte bei Ali ein ganz tolles Kartenspiel gesehen. Das war auch etwas größer mit Alice im Wunderland. Aber das sollte bei Ali 12 Euro noch was kosten. Plus Versand. Und das war mir echt zu teuer. Okay, das hier ist ja nicht ganz Alice im Wunderland. Aber es ist auch niedlich. Guck mal. Ne? Mal gucken, wie ich das verwende. Das weiß ich noch nicht. Aber sind die nicht niedlich? 2 Euro hat das Päckchen gekostet. Man kann es natürlich auch verschenken an ein Kind. Aber ich finde sie echt süß. Ne? Dann wiederholt sich das alles nur mit einem anderen Hintergrund. Ein wütender Hase. So, und hier haben wir... Achso, die machen auch immer. Hier sind sie wütend. Da gucken sie normal. Hier sind sie am Schlafen. Okay. Gucken, was jetzt bei Lila ist. Da sind sie teils am Schlafen, teils... Aber da freuen sie sich. Ne, da lachen sie. Da lachen sie. Und hier sind sie böse. Witzig. Hier. Ja, total süß. Finde ich total niedlich. Freue ich mich drauf zu basteln. Ja, ne? Kommt in mein Bullet Journal oder auf das ein oder andere Projekt, auf mein irgendein Embellishment oder. Ja, das war es auch schon. Mal gucken, ich habe noch einige Ideen. Ideen habe ich immer viel, nur viel zu wenig Zeit. Ich bemühe mich abzudrehen. Ja, sorry für dieses mini kurze Videos. Ihr wisst, ich bin ja der Freund des langen Films, aber so ein kleiner Quickie zwischendurch tut ja wohl auch mal gut. Und von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Kommt in meine Facebook-Gruppe, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Ja, und das Wichtigste ist, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.